Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory FTB Launcher. Ja, alter Leute, ich habe letztes Mal wirklich was Cooles entdeckt. Und zwar können wir erstmal hier reingehen. Achtung, Trommelwirbel. Alter, ich habe mega viel Holz gefarmt. Seht ihr das? Und einen Haufen Saplings. Und Rubberwood haben wir. Ja, ich habe da ein bisschen offline gezockt. Da hinten seht ihr schon eine kleine Baumfarm. Ja, ich habe ein bisschen offline gezockt, weil ich einfach nicht vorankam mit der Erde. Aber jetzt, wir haben hier ein Stack Erde fast und fast ein Stack Gravel. Also, ich habe da ordentlich geschuftet. Und ihr seht noch was Neues bei mir im Inventar. Also, erst seht ihr mal hier noch was. Ja, ich habe hier die Fässer ein bisschen verdoppelt. Haben wir jetzt 10. Hier habe ich probiert, Melonensamen anzupflanzen. Oh, und der wächst wirklich. Ich war mir nicht sicher, ob die wachsen, weil so langsam geht mir die Nahrung aus, also die Äpfel. So. Also, ich kann jetzt mal gleich schlafen gehen und dann zeige ich euch die ultimative Lösung, um hier in Sky Factory Erde zu bekommen. Ja, Alter, geh mal weg hier. Steht er mir einfach im Weg rum. So, wir haben hier einfach jetzt die Plattform erstmal umgebaut. Ja, ich habe die voll fertig gemacht. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu viel vorweggenommen habe. Also, im Grunde ganz einfach. Ich wollte mit irgendeinem Baum wollte ich abholzen, ja, und zwar mit einer Axt eigentlich. Ich hatte ja eine Steinaxt gemacht, habe aber dann aus Versehen einen Stonehammer erwischt und dann habe ich draufgehauen und dann dachte ich mir, wo ist das Holz? Und dann habe ich gesehen, ich habe Wurst-Chippings, ja, also auf Deutsch könnte man sagen, was nimmt man zum so Pellets, ja, sowas oder so Chips, so, ja. Und dann dachte ich mir, Scheiße, aus denen kannst du gar kein Holz mehr machen, ja. Das geht nämlich nicht. Und man kann auch sonst eigentlich nicht wirklich was damit anfangen. Ja, also war ich erstmal gescrewt und dann habe ich mir gedacht, Scheiße. Was machst du jetzt? Und dann ist mir eingefallen, hey, probier's doch mal in die Fässer zu legen, also in den Kompost. Und das funktioniert. Das funktioniert, Leute. Ja? Das ist jetzt die ultimative Art und Weise, wie ihr Erde bekommen könnt. Ihr müsst nur gucken, dass ihr eine relativ große Baumfarm habt. Da haut ihr mit dem Exilo-Hammer einfach auf das Holz, kriegt die Holzchips und dann könnt ihr ganz gemütlich, weil ihr seht mal unten, ich habe jetzt schon fast 2 Stacks Holzchips. Für 10 Fässer brauche ich 80 Chips. Ja? Außerdem kriege ich hier noch einen Haufen Saplings dann nachher. Das kann ich alles in den Kompost hauen. Bin ganz schön happy, dass ich das aus Versehen entdeckt habe. Weil damit ging es dann wirklich relativ flott. So, muss man gerade hier das Handy auf Null auf ausmachen. Also lautlos. Ja, und wie gesagt, dadurch konnte ich relativ flott, relativ viel Erde gewinnen und aus der Erde natürlich dann auch wieder den Kabel, den Stone und den Kabel. Das ist dann doch alles sehr vorteilhaft gelaufen. Obwohl ich aus Versehen, ich bin wirklich aus Versehen da drüber gestolpert.
dann mich auch erst aufgeregt und dachte, oh Scheiße, jetzt habe ich, wollte ich Holz haben und dann habe ich das doch nicht gekriegt. Aber ist, wie ihr seht, völlig egal. So, jetzt habe ich schon genug, um 20 Erdblöcke zu machen. Immer schön auch den Rest aufsammeln. Ja, wir brauchen ja die Saplings dann wieder. Boah, der hat mich fast erschlagen, der Baum. So, wir werden jetzt gleich noch die Sachen hier durch den Sieb hauen. Seht ihr hier? Die Wood-Chip-Dings-Falera passen hier wunderbar rein. Und wir kriegen mega viel raus. So. Rotten Flesh machen wir mal hier rüber. Das habe ich ja gegessen, ja. Bis ich gemerkt habe, dass es hier Rotten Flesh ist eigentlich. Ja. Dann habe ich mich davon verabschiedet und mir gesagt, nee, das musst du nicht unbedingt wieder essen. Ah, nee, wir machen das mal anders. Wir lassen das jetzt mal hier noch kurz. Machen da drüben fertig. Also das ist meiner Meinung nach bisher der effizienteste Weg, wie man hier in Sky Factory Erde farmen kann oder die Rohstoffe für die Erde bekommt, indem man das so macht, wie ich euch das jetzt gezeigt habe, mit dem Ex Nihilo, boah, das ist so ein Wort, hey. Hammer auf die Stämme hauen, dadurch die Woodchips rauskriegen. Und dann kann man mit den Woodchips und dem den Barrels kann man eben die Erde gewinnen. Das ist, wie gesagt, für mich im Moment die ultimative Lösung. Ich pflanze jetzt einfach mal nochmal Bäume an. Die interessieren mich aber jetzt nicht, weil ich will jetzt kurz den Gravel, den ich schon habe, durch den Sieb hauen. Und ihr seht, ich habe wieder alles angepflanzt und ich habe trotzdem schon, das ist ja noch gar nicht fertig, das ist ja noch ein Haufen Laub oben. Aber ich habe trotzdem schon wieder hier 18 Saplings über. Man macht keinen Verlust. Auch wenn man das Laub nicht abbaut. Ja. Braucht ihr keine Angst haben. Ich hau dann immer die überschüssigen Saplings auch hier rein, weil ich habe ein Stack Birken Saplings Setzlinge habe ich in der Kiste. Da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. So, also es ist einfach genial. Also es lief einfach, nachdem ich wusste, wie ich das machen muss. Und jetzt haue ich mal kurz den Gravel hier durch. Ihr werdet nicht dabei sein, also ihr werdet dabei sein, ihr könnt mir zugucken, ja. Ich mach mal hier alles aus dem Inventar raus. Dann seht ihr vielleicht, Türe ist zu, dann seht ihr vielleicht, was ich da alles bekomme. Also, bis gleich. So Leute, ich habe auch gleich noch die Erde durchgehauen. Da steht schon wieder ein Zombie. Den hauen wir jetzt noch.
Geh tot. Einmal noch. Nochmal. Oh, ein XP-Punkt habe ich gekriegt. Jetzt gehen wir noch schnell schlafen. Und dann gucken wir uns an, was wir alles rausgekriegt haben. Weil, ihr habt es ja wahrscheinlich gleich schon gesehen. Unglaublich. Wir haben einen Emerald gekriegt. Sau cool. Diverse Saplings. 1, 2, 3, 4 Stacks Steine. Das ist sehr cool. Da kriegt man nämlich wieder ein Stack Cobblestone raus. Das gefällt mir richtig gut. So. Dann haben wir hier noch Grassamen, Sugarsamen, Seeds, Melonenseeds, Pumpkin Seeds. Noch diverse andere Seeds, Saplings. Die mache ich jetzt mal kurz zur normalen. Weil mich nervt es immer, wenn die anders heißen. Oder anders aussehen. So. Dann können wir die nämlich hier einfach einsortieren. So, und dann, wie gesagt, hier, ein Emerald. Ist doch geil, oder? Broken Copper. Broken Nickel kommt hier hin. Gold. Silber. Kohle. Iron. Aluminium. Flint. Tin. Und Broken Lead. Das hat sich gelohnt. Ja, wir haben hier jetzt, Moment, das müssen wir hier einschmelzen. Wir haben hier jetzt, Quatsch, ist noch falsch. Ich muss es ja erst noch craften. So. Zwei Eisen kriegt man da raus. Aus dem Zinn machen wir das auch mal. Machen wir uns gleich ein paar Ingots, solange wir hier schon Kohle drin haben. Weil sonst verschwenden wir die Kohle ja, indem wir da immer nur ein oder zwei Ingots raushauen. Silber dahin, Eisen dahin. Kommt dahin. Gucken wir mal, ob man da sogar noch einen Block Aluminium rauskriegen. Wäre klasse, dann hätten wir die Kohle wirklich effizient genutzt. Und unser Ingot-Vorrat geht schon ein bisschen hoch. Gepasst. So, aus den drei Eisen machen wir uns jetzt nämlich einen Eimer. Wir machen uns keine Schere mehr, weil ja, der Weg über den guck mal, wir haben den Eimer Wasser. Kann ich den auch wieder zurück platzieren? Ja, sehr cool. Der Weg über den Hammer ist einfach viel effektiver, wie das Laub abzuholzen. Finde ich jetzt. Also für mich, zumindest im Moment. Ja, später, wenn wir eine Baumfarm haben, können wir das alles übers Laub machen lassen. Aber jetzt ist es so viel besser. Das war eine richtig erfolgreiche Folge. Wir haben den Eimer gecraftet, wir haben diverse andere Metalle bekommen und den Emerald. Jetzt wollte ich gerade mal noch gucken. Villager. Hier. Village Highlighter. Ich weiß
weiß noch nicht so richtig, was der macht. Ob der jetzt welche erschafft oder keine Ahnung. Das werden wir in einer der nächsten Folgen ausprobieren. Wir müssen da hinten die Plattform noch weiter bauen. Dafür habe ich ja schon einiges an Birchwood gesammelt. Auf der anderen Seite kommt dann auch noch eine Plattform hin. Die werde ich aber mit Cobblestone ausbauen. Oder mit Stein. Muss ich mal überlegen. Auf jeden Fall, das Allerwichtigste ist, wir haben den effizientesten Weg im Moment für Laub gefunden, für Erde gefunden. Hauen wir hier noch rein. Haben wir nächstes Mal gleich nochmal 10 Erdblöcke. Das lohnt sich dann auch, ja. Ist nicht so wie am Anfang, wie wir immer geguckt haben, dass wir genug Saplings haben. So macht es viel mehr Spaß. Das war's aber von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.